Die Aufnahme eines Live-Klaviers ist bekanntermaßen schwierig und es gibt nur sehr, sehr wenig gute gesampelte Klaviere auf dem Markt, die tatsächlich auch gut klingen. Und obwohl dieses Präludium von Bach so klingt, als würde es auf einem echten Klavier gespielt, ist es kein echtes Klavier, es ist keine Audioaufnahme, sondern es kommt tatsächlich von Logics neuem Studio-Piano. Und falls du mir nicht glaubst, hier ist der Beweis. Ich finde das neue Plugin Studio Piano von Logic Pro 11 wirklich fantastisch gelungen. Übrigens genauso wie der neue Studio Bass. Beide Instrumente sind extrem detailgetreu gesampelt und können meines Erachtens locker mit den bis zu teilweise 100 Euro teuren Konkurrenzprodukten der Platzhirsche, zum Beispiel von Native Instruments oder Toontrack, mithalten. Eigentlich müsste dieses Plugin nicht Studio Piano heißen, sondern Studio Pianos, denn es sind tatsächlich gleich mehrere gesampelte Instrumente, die dir zur Verfügung stehen. Und die zeige ich dir jetzt. Wir haben ein Studio Grand, das klingt zum Beispiel so. Wir haben ein Konzertpiano. Wir haben ein Upright Piano. All diese Pianos und diese Konzertflügel finde ich wirklich fantastisch gelungen und fantastisch gesampled. Tauchen wir ein bisschen tiefer in die Materie hier ein und gehen erstmal wieder hier zurück zu unserem Studio Grand. Und ich schalte mal hier um auf dieses Studio Grand One Mic. Wir haben hier verschiedene Mikrofone und wir nehmen jetzt mal das, das nur ein Mikrofon hat. Bevor wir gleich noch anfangen, möchte ich noch einen Tipp geben und zwar setzt dir kurz Kopfhörer auf. Denn diese Parameter, die wir jetzt hier besprechen, die sind wirklich sehr, sehr subtil. Aber gerade das macht diese Pianos hier so spannend. Mit Kopfhörer hörst du sie tatsächlich besser. Das Studio Grand mit einem Mikrofon, hatte ich gesagt. Und jetzt schauen wir gleich mal hier das Pedal Noise an. Ja, also das Noise, die Lautstärke vom Pedal, wenn also der Pianist das Pedal wieder loslässt. Und da gibt es tatsächlich nur sehr, sehr wenige gesampelte Pianos, die dieses Pedal Noise mit aufgenommen haben. Also hör mal ganz genau hin, dann könntest du es hören. Es ist wirklich sehr subtil. Ich fahre runter und dann fahre ich es langsam hoch. Es ist so ein Wummern im Hintergrund. Es ist ja tatsächlich bei so einem echten Konzertflügel auch nur sehr leise wahrnehmbar. Aber ich finde, genau das macht so das gewisse Etwas aus. Wir können es auch nochmal hier probieren. Hier macht er das auch mit Pedal. Man hört es wirklich nur sehr, sehr subtil. Also hör mal ganz genau zu, wenn ich hier jetzt das Pedal Noise hochdrehe. Ja, also man hört es im Hintergrund sehr, sehr leise, aber ich finde, das ist genau das gewisse Etwas, was zum Beispiel jetzt auch akustische Drumaufnahmen, richtige Drumaufnahmen von gesampelten Drums unterscheidet. Also wenn zum Beispiel ein akustisches Schlagzeug nur getriggert wird über ein MIDI-Schlagzeug, über ein E-Schlagzeug. Und bei einem richtigen akustischen Schlagzeug hörst du eben den Drummer im Hintergrund atmen oder es knallen mal die Sticks so ein bisschen aneinander oder du hörst irgendwas schleifen. Und genau das ist ja so etwas, das gewisse Etwas, der gewisse Schmutz, der solche Aufnahmen dann tatsächlich besser macht. Gehen wir mal hier weiter zum Key Noise. Ich spiele mal hier ein bisschen und es fühlt sich auch tatsächlich fantastisch an, dieses Piano hier zu spielen. Ich habe jetzt hier, ich bin im Moment auf den Philippinen, habe nur ein sehr kleines Studio hier. Ich habe hier meine Keystation M-Audio, 48 Tasten nur. Aber tatsächlich, und es ist auch keine gewichteten Tasten, aber tatsächlich fühlt es sich wahnsinnig gut an, dieses Piano hier zu spielen. Ich spiele einfach mal ein bisschen. Und der nächste Parameter hier ist das Key Noise, also die Tasten. Lautstärke. Wenn du also die Taste nach unten drückst und dann wird ja dieser Klöppel hinten oder im Flügel selber nach oben geführt und das macht natürlich auch ein Noise, ein Geräusch, ähnlich wie dem Pedal Noise und die hört man jetzt wirklich sehr, sehr genau. Pass mal auf, wenn ich jetzt hier dieses Key Noise hochfahre.
Hörst du das? Sehr, sehr realistisch gemacht. Das Kino ist wieder runter, dann hörst du wieder nichts. Ja, und ganz ohne Kino, das finde ich, klingt es auch total unrealistisch. Ja, ich weiß es auch sehr genau, weil wir hatten einen Konzertflügel im Wohnzimmer stehen und ich kann mich noch genau an diese Geräusche erinnern. Die hört man tatsächlich auch wirklich, wenn du in einer Konzerthalle sitzt oder im Wohnzimmer bei so einem Flügel oder auch bei einem Upright-Piano, hörst du das. Gehen wir jetzt zum nächsten weiter. Das sind die Release-Samples. Das heißt also, wenn du jetzt die Taste wieder loslässt, nicht beim Runterdrücken, praktisch das Gegenteil vom Kinos, wenn du die Taste wieder loslässt, dann fällt ja der Klöppel wieder zurück auf die Saiten. Und auch das kann man hier, haben sie hier sehr, wirklich sehr, sehr genau dargestellt. Ich fahre das mal hoch und dann hör mal, ob du das hören kannst. Ist das? Sehr, sehr gut hört man das. Ja, fast schon ein bisschen viel, fast schon ein bisschen zu realistisch, realistisch. Also das lasse ich mal bei 60 Kino, es gefällt mir richtig gut, da ist es sehr realistisch tatsächlich. Mache ich mal auf 70. Wahnsinnig gut. Wenn du Kopfhörer auf hast, solltest du das tatsächlich auch hören. Hier hinten haben wir noch etwas sehr Interessantes, das ist Sympathetic Resonance. Das wird auch als, glaube ich, Damper Noise bei Elektropianos bezeichnet. Und zwar ist es, wenn du eine Taste anschlägst, dann schwingen automatisch auch andere Tasten mit. Mir ist fast schon wieder zu viel ein bisschen. Dann schwingen automatisch auch andere Tasten, Saiten mit des Pianos. Und diese Sympathetic Resonance, es gibt, glaube ich, kein wirklich deutsches Wort dafür, diese so ein bisschen so Obertöne, einfach wenn die Saite so schwingt, obwohl der Dämpfer drauf sitzt, das haben sie auch noch mit aufgenommen. Und auch das finde ich super, was doch realistischer. Ich fahre das auch mal hoch. Also man hört es jetzt nicht sehr genau. Ich finde, wenn du ohne Kopfhörer wirst du es nicht hören, aber mit Kopfhörer hörst du so leichte Obertöne, so ein leichtes Glimmern, würde ich mal sagen. Und somit ist das Ganze natürlich wirklich fantastisch gesampled. Also es ist unfassbar gut, muss ich einfach sagen. Gehen wir jetzt mal hier wieder zu dem Studio Grand, weil ich möchte dir noch gern diese Mikrofonierungen hier zeigen. Du hast hier ein Monomikrofon und du hast hier auch eine Stereo-Mikrofonie, die du hier natürlich zusammen mischen kannst. Also wenn ich jetzt mal hier jetzt drauf drücke, jetzt habe ich gar keins an, jetzt erscheint natürlich auch nichts oder wir hören natürlich auch nichts. Ich schalte mal das erste Stereo-Mikrofon an und das zweite Stereo-Mikrofon dazu. Ja, und wir haben noch das Mono-Mikrofon. Die kannst du jetzt natürlich so mischen, wie du möchtest. Ja, also man kann da hier sehr genau, es ist auch wahnsinnig gut gemacht, diese Mikrofonstellung hier. Das heißt, es ist nicht die Mikrofonstellung, aber wie man sie dazu mischen kann, dass man wirklich das perfekte Klangbild für sich hat. Mach das mal, während er hier spielt, dann kann ich mich hier besser drauf konzentrieren und ich schalte ihn nochmal nacheinander zu. Nur Mono jetzt, ne? Erste Stereo-Mikrofon dazu. Und zweites Stereo-Mikrofon dazu. Also
mit dem Studio Piano haben wir tatsächlich ein fantastisches neues Instrument in Logic 11 mit dazu bekommen. Und alles, was ich dir jetzt hier gezeigt habe, funktioniert übrigens auch auf dem iPad. Übrigens, falls du weitere Tipps möchtest für Logic Pro und wie du besser und schneller arbeiten kannst in dieser DAW, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir 10 heiße Tipps, wie du deinen Workflow in Logic Pro massiv beschleunigen kannst und wie du diese DAW hier für dich individualisieren kannst, dass sie zu dir am besten passt. Das ist ein PDF. Das hat schon sehr vielen Leuten weitergeholfen, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir es runterladen. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung, habe ich jetzt zu viel versprochen im Intro, sind diese gesampelten Flügel und Pianos, sind die wirklich so gut, können sie wirklich mithalten mit Toontracks, Easy Keys und den anderen Instrumenten von Native Instruments zum Beispiel, oder ist das deiner Meinung nach nicht der Fall? Schreib mir das bitte mal gerne unten in die Kommentare. Falls du weitere Logic Tutorials sehen möchtest, dann empfehle ich dir diese Playlist, mehrere hunderte Videos zu Logic Pro, die dir bestimmt weiterhelfen würden. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schick dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann.